Hi, willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie gehst du mit Menschen um, die keine Entscheidung treffen können, das heißt, die erstmal Mutti fragen müssen oder die erstmal ihre Frau fragen müssen unter uns Männern. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, du kennst es, du hast ein Verkaufsgespräch gemacht. Warst mit einem Mann im Gespräch und ist alles super gelaufen. Der Kerl oder der gute Mann ist super überzeugt von diesem Ganzen, aber es kommt zum Schluss der Todesstoß. Der Kunde sagt, Mensch, ich muss da erstmal meine Frau fragen. Ja, oder du hast jemanden Jüngeres und möchtest ihn zum Beispiel sponsern und er sagt, Mensch, ich muss erstmal meine Eltern fragen. Ja, jetzt hast du natürlich die Situation, Mensch, wie machst du denn da jetzt weiter? Wie kriegst du den jetzt mit ins Boot? Und ich habe kürzlich vor ein paar Tagen von einem Kunden von mir dazu was richtig Geiles zugeschickt bekommen. Und zwar früher, als die draußen waren im Vertrieb, immer schön klingeln und es um die Entscheidung ging, haben die Folgendes gemacht. Die haben vorher einen Zettel den Kunden gezeigt, und zwar wo drauf steht, ja, wer ist hier der Chef im Haus? Ich? Oder bist du hier der Chef im Haus? Ja, nein, vielleicht und muss erst meine Frau fragen. Und dafür habe ich dir auch ein Formular vorbereitet. Und zwar das sogenannte Kompetenzformular. Hier steht ganz klar drauf, bist du der Chef und bitte wahrheitsgemäße Angaben machen. Ja, nein, weiß nicht, ich denke schon und muss erst meine Frau fragen. Mit Sicherheit bringst du das jetzt bitte nicht vollkommen ernst drüber, sondern es geht darum, dass du so einen kleinen Mikroimpuls setzt und du musst es einfach spaßig machen. Aber dadurch, dass du das ja schon mal machst im Gespräch, dass du vielleicht schon vorab diesen Zettel einfach mal, weißt du, so elegant über den Tisch wandern lässt. Hier haben wir noch das Kompetenzformular, was wir nachher noch kurz beantworten müssen. Dann merkt dein Kunde gleich, muss erst meine Frau fragen. Nee, ich entscheide alles selber, ist ja klar. Genau, somit kannst du ihn schon mal direkt an der Ehre packen. Und du bist dann dadurch einen kleinen Umweg gegangen. Das heißt, du hast ihm nicht direkt gesagt, Mensch, hast du Eier in der Hose, kannst du eine Entscheidung selber treffen. Sondern hast es ganz elegant das Formular machen lassen. Hast es so als Witz aussehen lassen, aber der Witz fruchtet trotzdem. Ja, also probier es einfach mal aus. Ich habe dir unten in die Beschreibung zwei Links reingepackt. Und zwar, da kannst du dir dieses Formular downloaden. Einmal, ich muss erst meine Frau fragen. Und dann das zweite Formular ist, ich muss erst mal Mutti fragen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Fragen hast, dann platziere deine Fragen einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du das Video auf YouTube siehst, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.